Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Firepower Tour Edition Box von Judas Priest. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Firepower Tour Edition von Judas Priest. Das Ganze im Juli 2018 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist eine Tour Edition, bedeutet das reguläre Album Firepower von Judas Priest ist im März 2018 erschienen und ein paar Monate später, im Juli 2018, erschien dann diese erweiterte, diese Neuauflage, die sogenannte Tour Edition. Es ist das 18. Album der Band. Wir haben hier eine recht flache Box. Hier oben lesen wir links einmal Firepower Tour Edition und rechts Judas Priest. Also das Cover ist genau das, das auch schon bei der regulären Firepower Edition ist, nur eben hier mit dem Zusatz Tour Edition. Ansonsten alles gleich. Wir haben hier diesen riesigen Kampfroboter, der hier gerade alles abfeuert und alles irgendwie abfackelt. Also der Name Firepower ist hier auf jeden Fall Programm. Firepower, das heißt auf Deutsch so viel wie Feuerkraft. Hier unten haben wir dann noch die Beteiligten und die Logos. Auf der rechten Seite zieht sich das Feuer und das Artwork durch. Oben ebenso das Artwork weiter. Und auf der linken Seite Judas Priest Firepower Tour Edition und die Katalognummer. Auf der Rückseite lesen wir hier dann noch einen Text. Forged by Conflagration of Molten Metal Fury in Hellion Metallion. A Warrior for Justice and Salvation. Ultimate God of Firepower Titanicus. Okay. Also so ein kleines Intro, so eine kleine Widmung diesem Album oder diesem Artwork. Dann haben wir hier das Logo von Judas Priest. Das sieht ja auch so aus wie gerade irgendwie frisch geschmiedet, so aus Metall, Stahl. Und hier dann noch ja, Lava, Magma. Unten rechts dann noch ein Sticker mit Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, wir haben hier als erstes mal einen riesengroßen quadratischen Patch. Als zweites haben wir hier eine Bonus-Vinyl, eine 7-Inch-Vinyl und natürlich das Album an sich. So, das Ganze hat hier Platz gefunden in diesem schwarzen Einleger. Dann machen wir die Box mal wieder zu, eine Klappbox. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich und holen auch noch hier diesen Patch raus. Gut, also das ist das Album, das ist das eigentliche Album Firepower, also das ist jetzt nicht irgendwie speziell die Tour Edition, das ist wirklich das ursprüngliche Album Firepower, kommt hier in einem Jewel Case, auf der Seite lesen wir wieder Interpreten plus Albumtitel und auf der Rückseite haben wir zusätzlich zu diesem Satz hier, den wir auch schon auf der Box hatten, die Tracklist, also 14 Tracks haben wir hier mit drauf, Beteiligte und Barcode, dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes kommen wir zum Booklet. Jawohl, wir haben hier die einzelnen Tracks mit den Lyrics abgedruckt. Also hier jeder einzelne Song Wort für Wort mit drauf. Nicht schlecht. Im Hintergrund haben wir dann immer wieder diese Elemente des Kampfroboters. So sieht das aus. Und zum Abschluss die Info zu den einzelnen Bandmitgliedern, also die fünf Herrschaften hier, inklusive ihrer Aufgaben und natürlich die Credits zum Album. So, soweit zum Booklet. Dann haben wir die CD. So sieht die aus. Schwarz, gelb und rot designt. Und auf der Rückseite hier auch wieder diese Symbole, diese Runen, die wir auch schon auf der CD haben. Gut, als nächstes haben wir noch weitere Musik und zwar, das ist jetzt eben speziell dieser Bonusinhalt der Tour Edition, haben wir hier eine 7-Inch-Vinyl, die kommt hier in einem schwarz-roten Cover, abgewandelt eben das eigentliche Cover von Firepower. Auf der Rückseite haben wir die Infos, die Tracklist und die Credits. Also was lesen wir hier? Wir haben zwei Tracks, einmal auf der A-Seite den Track Lightning Strike und auf der Seite B Living After Midnight. Und der ist live aufgenommen beim Wacken Open Air
im August 2015. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Und die Vinyl ist hier ganz klassisch in Schwarz. Da ist in diesem Fall die A-Seite, Lightning Strike. Und auf der Rückseite dann die B-Seite mit Living After Midnight. Und das eben die Live-Aufnahme von Wacken 2015. Ja, mehr ist hier nicht drin. Packen wir die zurück in die Hülle. Und als letzten Inhalt haben wir dann hier noch diesen Patch. Der ist quadratisch, also ich muss ehrlich sagen, für einen Patch riesengroß. Der ist, ja, also sogar größer als die CD-Hülle hier. Und auch hier haben wir dann wieder das Cover abgebildet, natürlich von Firepower. Und dann hier an den Rändern der Rahmen hier schwarz vernäht. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl, in dieser Tour Edition befindet. Einmal das eben gezeigte, dieser eben gezeigte Patch hier quadratisch. Dann die 7-Inch Vinyl hier mit den zwei Bonustracks. Und natürlich das Album Firepower an sich hier im Jewel Case mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Firepower Tour Edition von Judas Priest. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Judas Priest unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.